Also ich bin Pascal Ehrenfreund. Ich bin seit September 2013 die Präsidentin des Österreichischen Wissenschaftsfonds. Und von meiner Ausbildung her bin ich Astrophysikerin. Und seit ungefähr 1995 bin ich eigentlich in der Astrobiologie tätig. Ja, also Astrobiologie ist eine sehr interdisziplinäre Wissenschaft. Sie beschäftigt sich mit dem Ursprung, der Verbreitung des Lebens im Weltall. Und es machen hier wahnsinnig viele Wissenschaftler mit. Es gibt Astrophysiker, Biologen, Meteorologen, Geologen, Physiker und ich habe jetzt sicher noch viele vergessen, Paläontologen, und die arbeiten einfach zusammen, um also den Ursprung des Lebens auf der Erde zu entschlüsseln, aber auch um Möglichkeiten zu finden, wie man Leben auf anderen Planeten entdecken kann und wie das überhaupt im Weltall, wie die Verbreitung des Lebens im Weltall aussieht. Also die Astrobiologie ist einfach eine aufregende interdisziplinäre Wissenschaft, die sich mit den fundamentalsten Fragen beschäftigt, nämlich mit unserem eigenen Ursprung, auch mit dem Ursprung des Sonnensystems und dem Ursprung der Erde. Und das sind fundamentale Fragen. Wir möchten natürlich wissen, wo kommen wir her, sind wir alleine und was wird mit uns passieren? Das sind alles Fragen, die eigentlich, glaube ich, der Gesellschaft unglaublich wichtig sein sollten und auch wichtig sind. Und gerade dieses Fachgebiet der Astrobiologie ist, glaube ich, jedem Menschen extrem nahe. Man hat ungefähr 180 Moleküle identifiziert, vor allem mit Radioteleskopen, aber auch im visuellen und im Infrarotbereich. Zwei Drittel dieser Moleküle haben Kohlenstoff und sind also organische Moleküle. Und man findet die in interstellaren Wolken und auch in zirkumstellarer Umgebung. Natürlich, die ersten Moleküle wurden mit Radioteleskopen identifiziert in der Gasphase in interstellaren Wolken. Das waren Kohlenstoffketten. Inzwischen hat man schon sehr, sehr komplexe Moleküle gefunden, wie zum Beispiel Fullerene, also C60 und C70 wurden gerade vor ein paar Jahren im Infrarotbereich bestätigt. Und wir nehmen natürlich an, dass es viel, viel, viel komplexere Moleküle gibt im Weltraum, die wir aber natürlich spektroskopisch noch nicht identifizieren können. Wir nehmen an, dass das Festkörper sind, das heißt Kohlenstoffnetzwerke, sogenannte Makromoleküle, und wir sind sicher, dass ein großer Teil des Kohlenstoffs im Weltraum in solchen Verbindungen enthalten ist. Zu den häufigsten Molekülen im Weltraum gehören, das hört sich jetzt ganz schrecklich an, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, und das sind aber Moleküle, die wir hier auch auf der Erde finden, die teilweise auch krebserregend sind, die man also im Auspuff von Autos messen kann oder auch also am Barbecue oder in Getränken. Das sind sehr, sehr, sehr stabile Moleküle, und man nimmt an, dass ungefähr zwischen 15 und 20% des Kohlenstoffs im Weltraum sich in der Form von diesen PAKs, wie man sie kurz nennt, befindet. Es gibt natürlich auch die Suche nach sogenannten Biomolekülen, wie zum Beispiel Aminosäuren oder Nukleobasen oder Vorstufen davon. Es gibt eine nicht bestätigte Identifizierung von der Aminosäure Glycin. Da gab es aber so viele Publikationen, da weiß man also nicht genau in einer interstellaren Wolke. Aber was wir also ganz sicher wissen, ist, dass es extraterrestrische Aminosäuren in Meteoriten gibt.
Ein Sonnensystem, das formt sich aus Gas und Staub der interstellaren Wolken und es formen sich langsam die Planeten und ein Zentralstern. Und der Rest des Materials, das nicht in Planeten vereinnahmt wird, das sind dann die sogenannten kleinen Körper des Sonnensystems, das sind die Kometen und Asteroiden. Und man die Bruchstücke von diesen Kleinkörpern, Asteroiden und Kometen nennt man Meteoriten. Und Sie haben vielleicht sicher schon gehört, den Unterschied zwischen einem Meteor und einem Meteoriten. Einen Meteoriten nennt man ein Bruchstück eines kleinen Sonnenkörpers, der es also wirklich auf die Erde geschafft hat und der durch die Atmosphäre durchtreten konnte, während ein Meteor in der Atmosphäre verglüht. Die kohlenstoffhaltigen Meteoriten haben einen gewissen Prozentsatz, einen kleinen, aber doch einen höheren Prozentsatz von Kohlenstoff als andere Meteoriten. Und die sind ganz, ganz interessant für uns, denn in diesen Meteoriten können wir sehr, sehr viele organische Moleküle nachweisen. Und mit Isotopenmessungen können wir auch feststellen, ob sie extraterrestrisch sind und nicht von Kontaminationen auf der Erde stammen. Und man hat unglaublich viele Moleküle in diesen kohlenstoffhaltigen Meteoriten gefunden. Es gibt Aminosäuren, es gibt Nukleobasen, das sind natürlich die Grundbestandteile unseres genetischen Materials. Es gibt auch Alkohole und ganz, ganz viele Kohlenwasserstoffe, die man findet. Es gibt auch sogenannte Vorstufen von Zucker, die man gefunden hat. Und das ist natürlich unglaublich interessant. Es ist wahnsinnig schwer, diese Messungen zu machen. Man hat ja ganz, ganz, ganz geringe Mengen im Labor und muss mehr oder weniger aus einer Mineralmatrix diese organischen Moleküle extrahieren. Das ist eine sehr, sehr schwierige Methode, die machen auch wir im Labor. Aber es ist unglaublich, man hat bis zu 70 verschiedene Aminosäuren in Meteoriten gefunden. Und Sie wissen vielleicht auch, dass wir auf der Erde mit 20 plus 2 Aminosäuren arbeiten, mit Leben. Das heißt, es gibt also viel mehr Isomere und Moleküle in Meteoriten. Die sind natürlich nicht, stammen nicht vom Leben, aber die sind unter diesen Bedingungen im Weltraum geformt worden. Mit Hilfe von Wasser gibt es organische Synthesen, die diese Moleküle schon auf einem Asteroiden formen können, natürlich im Inneren des Asteroiden. Und diese Moleküle kommen dann mit Impakten, durch Impakte auf die Erde, durch Asteroiden und natürlich auch deren Fragmente wie Meteoriten. Nach der Entstehung des Sonnensystems gab es wahrscheinlich noch eine sehr unstabile Phase, in der viele, viele Kleinkörper auf die Erde eingeschlagen haben. Man spricht also hier vor allem von der Heavy Bombardment Phase, die ersten 700 Millionen Jahre nach der Entstehung der Erde. Und es gibt jetzt auch neue Theorien, dass es ein Late Heavy Bombardment gegeben hat, das vor ungefähr 3,9 Milliarden Jahren stattgefunden hat, wo also ganz bestimmt ganz, ganz viele Objekte auf die Erde eingeschlagen haben. Und natürlich gibt es auch heute noch sogenannte ganz, ganz kleine Mikrometeoriten, die konstant auf die Erde einregnen und man kann die natürlich auch vor allem in der Antarktis gut feststellen und dann identifizieren und sammeln und dann ins Labor mitnehmen. Was eben so schön an Meteoriten ist, dass wir ein extraterrestrisches Material haben, das wir ins Labor mitnehmen können. Das ist mehr oder weniger außer dem Mondgestein vor einiger Zeit, ist das einzige Material, das wir wirklich hier regelmäßig ins Labor bekommen können und dann analysieren. Und da es so viele organische Moleküle gibt in Meteoriten und wir natürlich auch durch
Beobachtungen von Kometen und Asteroiden feststellen können, dass es organisches Material auf diesen Kleinkörpern gibt, gibt es natürlich jetzt die Theorie, dass der Einschlag dieser Kleinkörper organisches Material auf die Erde geliefert hat oder zur Erde geliefert hat. Und dieses Material, wir wissen wirklich nicht, was die Früherde mit diesem Material gemacht hat, aber es ist sogenannterweise Prêt-à-porter und es ist hier und es kann natürlich verwendet werden, um komplexe, die ersten Protozellen, komplexe Moleküle aufzubauen. Über den Ursprung des Lebens gibt es sehr, sehr viele Theorien und wir sagen, es gibt eigentlich sehr viele Schulen. Und die Wissenschaftler sind sich da absolut nicht einig, so wie in vielen anderen wissenschaftlichen Richtungen auch. Aber es gibt einen sogenannten Konsens, würde ich sagen, unter den Wissenschaftlern seit, würde ich sagen, 10 Jahren, dass es wahrscheinlich mehrere Quellen von organischen Molekülen gegeben hat, die dafür verantwortlich sind, dass sich dann die ersten komplexen Strukturen und Leben auf der Erde gebildet haben. Und natürlich eine dieser Quellen sind Asteroiden, Kometen und deren Fragmente, Bruchstücke, Meteoriten, die organisches Material auf die Erde geliefert haben. Aber es gibt natürlich auch viele Wissenschaftler, die glauben, dass das Leben auf der Erde direkt, organische Moleküle direkt auf der Erde entstanden sind und dass nur die verantwortlich sind, um komplexe Strukturen und Leben aufzubauen. Da gibt es natürlich die Schule der sogenannten Hydrothermal Vents, ich glaube auf Deutsch das hydrothermale Quellen im tiefen Ozean. Da gibt es sehr viele Wissenschaftler, die daran arbeiten. Da sind auch sehr, sehr interessante Ergebnisse geliefert worden in den letzten Jahren. Viel schwieriger noch zu definieren ist, wie sich dieses Material dann zu komplexeren Strukturen und auch zu sogenannten ersten Zellen oder Protozellen, wie wir sie nennen, aufgebaut haben. Das ist dann noch ein größeres Problem. Und da fehlt es uns ein bisschen am Verständnis, wie die Früherde eigentlich ausgesehen hat. Ja, wir nennen die Früherde die ersten 700 Millionen Jahre die Hadenära oder Hadean, nach dem griechischen Hell, also Hölle. Und so war es auch auf der Früherde. Es gab wahrscheinlich konstante Einschläge von Kleinkörpern. Die Temperaturen waren entweder kalt oder sehr heiß, wahrscheinlich abwechselnd. Es gab eine große, starke geologische Aktivität, Vulkanausbrüche und es waren auf jeden Fall Konditionen auf der Früherde, die nicht hilfreich waren, um Leben entstehen zu lassen. Wir können natürlich auch nicht ausschließen, dass es wirklich große, große Einschläge gegeben hat, die einen eventuell sich formenden Ozean wieder evaporieren haben lassen. Es gibt hier sehr, sehr viele Theorien. Das Problem ist, dass die ersten 500 bis 700 Millionen Jahre auf der Früherde sehr ungewiss sind. Wir wissen sehr wenig darüber und es gibt sehr viele Theorien. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, von Geologen und Paläontologen festzustellen, wie diese Konditionen waren. Dann können wir auch besser verstehen, wie sich und unter welchen Bedingungen und wo sich die ersten Moleküle zusammengefunden haben, um also primitive Zellen aufzubauen. Die Definition des Lebens, das muss sich eigentlich jeder selbst zusammenstellen. Viele Leute haben einen religiösen Hintergrund und von der Wissenschaft her würde ich sagen, die Möglichkeit des Wachstums, der Reproduktion und natürlich die Interaktion und die Anpassungsfähigkeit an die Umgebung, Mutationen, sind sogenannte Voraussetzungen, wie Leben definiert wird. Beim Beginn des Lebens denken wir immer an die erste
primitive Zelle. Und was hier unglaublich wichtig ist, ist, dass die Zelle eine Membran haben muss, dass sie von außen geschützt ist. Und dieser Schritt, um also Zellen mit einer Membran zu haben, die also das Außen von dem Innen abgrenzt, das ist also ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Schritt in der Entstehung des Lebens und der ersten Zellen. Nun, wie man eine sogenannte, die ersten primitiven Zellen definiert, da werden wahrscheinlich auch wieder die Meinungen auseinandergehen in den verschiedenen Disziplinen. Nur hat sich da wirklich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Und es gibt also sogenannte Self-Replicating Systems, die aufgestellt wurden und wo man also Hoffnung hat, wirklich also den Schlüssel zu den ersten primitiven Zellen zu finden. Ich muss noch eines wirklich dazu sagen, weil ich glaube, das ist unglaublich wichtig, auch von meiner Fachrichtung her, ist, dass diese Reaktionen und diese Chemie, die also zur ersten Protozelle geformt wird, im Labor studiert wird, allerdings nicht unter den Bedingungen der Früherde. Und das ist etwas, das noch wirklich fehlt zu unserem Verständnis. Kann das, was wir jetzt im Labor versuchen, wie wir primitive, einfache Zellen aufbauen, wirklich gemacht werden, kann das funktionieren unter den Bedingungen der Früherde? Das ist etwas, was wir noch nicht probiert haben und wo erst jetzt das Verständnis dafür da ist, denn das ist ein sehr, sehr interdisziplinäres Gebiet. Man braucht natürlich Geologen, man braucht Astronomen, man braucht Chemiker, auch vielleicht schon Biologen, um alle diese Dinge, die hier zusammenspielen, wirklich zu verstehen. Extremes Leben ist ein unglaublich spannendes Thema. Da haben wir so viele neue Informationen und so viele neue Organismen gefunden in den letzten 10 Jahren. Das ist immer spannend. Ich muss jetzt gerade an den Teufelswurm denken, den man also vor einigen Jahren oder eigentlich noch gar nicht so lange her in Minen in Südafrika gefunden hat und der sich dort in relativ hohen Temperaturen befindet, sehr tief in der Erde und sich von Bakterien ernährt. Das war also auch eine ganz tolle Entdeckung, erst vor einem Jahr oder 2 Jahren. Und es gibt immer, immer neue Mikroorganismen, die gefunden werden in Plätzen, wo man sie sich wirklich nicht vorstellen kann. Ja? Und das betrifft die Antarktis, ganz, ganz trockene Wüsten in sogenannten radioaktiven Waste Tanks findet man auch Bakterien, die überleben können. Hyperthermophilen Bakterien reproduzieren sich happily ever after bei 125 Grad Celsius. Ja, da lösen wir uns schon lange auf. Das bedeutet natürlich, dass unser Wissen eigentlich begrenzt ist. Was ist möglich und wo kann Leben überall bestehen und sich auch weiterentwickeln? Ich glaube, dass wir viel mehr über andere Planeten wissen müssen, um zu verstehen, ob Leben auf anderen Planeten möglich ist. Wir kommen dann sicher noch zum Mars zurück. Es ist schwer zu sagen, ob intelligentes Leben ist. Und ich glaube, man kann wahrscheinlich sagen, dass intelligentes Leben im Universum wahrscheinlich selten ist. Aber auf der Ebene von primitivem Leben wie Bakterien, glaube ich, kann man sagen, dass sich das durchaus woanders auch durchgesetzt haben könnte. Die Erde ist wirklich im richtigen Abstand von unserem Zentralstern, der Sonne. Wir haben auch einen Zentralstern, der die richtige Masse hat, um dieses Sonnensystem, wie es ist, zu formen. Wir haben einen Jupiter-ähnlichen Nachbar, der das gesamte Sonnensystem in einer gewissen Weise stabilisiert. Und wir haben diese stabilen Umlaufbahnen von den Planeten.
Und unsere Erde hat die richtige Masse, um eine Atmosphäre festzuhalten. Unser Planet hat eine Plattentektonik, er hat eine geologische Aktivität, die den Austausch zwischen Atmosphäre und dem Erdinneren herstellen können. Wir haben einen Mond, wir haben ein Magnetfeld, das uns vor galaktischer, kosmischer Strahlung schützt. Wir haben einen Ozean auf der Erde, wir haben flüssiges Wasser. Das ist wirklich die Erde ist wirklich ein außergewöhnlicher Planet und wir müssen das zu schätzen wissen. Und natürlich, um zu wissen, ob es Leben noch auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem gibt oder woanders im Universum, müssen wir einfach sehr viel mehr Informationen sammeln. Ich glaube, dass die Kohlenstoffchemie schon einzigartig ist und diese dreidimensionalen Strukturen, die Kohlenstoff aufbauen kann, da ist es Kohlenstoff fast einzigartig. Auch die Konzentrationen sind ja wichtig, die Konzentrationen des Kohlenstoffs im Weltall sind eben höher als Silizium. Und Silizium hat einfach nicht diese Möglichkeit, so viele Komplexe und Moleküle zu formen oder Strukturen zu formen. Über Wasser ist viel diskutiert worden. Wasser ist natürlich das beste Lösungsmittel, in dem sich chemische Reaktionen am besten abspielen können. Es gibt natürlich auch andere Lösungsmittel, wie zum Beispiel Ethan, Methan, Ammonium eventuell. Allerdings sind diese nur bei sehr, sehr tiefen Temperaturen flüssig, dass dann auch die Reaktionsgeschwindigkeit weitaus vermindert. Man kann nicht ausschließen, dass es andere Lösungsmittel gibt und andere Lebensbausteine auf anderen Planeten, aber es ist die natürliche und die beste und die Lösung mit organischer Kohlenstoffchemie und Wasser Leben aufzubauen. Also anders aufgebautes Leben ist durchaus möglich. Wir müssen offen bleiben, wir können das nicht ausschließen, aber es wird sehr, sehr, sehr schwierig sein für uns, das zu identifizieren, denn unsere Instrumente, wenn wir einen anderen Planeten besuchen, bringen wir Instrumente mit, die normalerweise nach Kohlenstoffchemie sucht und versucht, eben Kohlenstoffmoleküle zu identifizieren. Der erste Kandidat für Leben, wo wir also nach Lebensspuren suchen würden, ist sicher unser Nachbarplanet Mars, der wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklung durchgangen ist wie die Früherde. Er hat sich aber dann später ganz anders entwickelt, seine Atmosphäre verloren und auch seine geologische Aktivität eingestellt. Wir möchten aber gerne wissen, ob sich in diesem frühen Stadium des Mars doch Leben gebildet hat, wo es wahrscheinlich auch flüssiges Wasser gab auf der Oberfläche. Wie Sie wissen, haben wir jetzt einen Rover am Mars von NASA, Curiosity, der schon nach Zeichen, nach organischen Molekülen, nicht nach Leben, aber nach organischen Molekülen sucht und auch die Bedingungen der frühen Entwicklung des Marses studiert. Allerdings haben wir noch zukünftige Missionen, wo wir dann noch wirklich bessere Instrumente mitnehmen, die also wirklich dann komplexe organische Moleküle und vielleicht auch Lebensspuren identifizieren können. Es gibt natürlich auch viele Leute, die glauben, dass es heute noch Leben auf dem Mars gibt, das sich also im Untergrund befindet. In vielen Nischen und es gibt natürlich viele Leute, die darüber aufgeregt sind, dass wir also wirkliches Leben und reproduzierende Bakterien dort finden könnten.
Wenn wir uns in das äußere Sonnensystem schauen, dann gibt es hier eigentlich viele, viele interessante Kandidaten. Unter anderem die Monde des Jupiters. Europa ist einer der Monde, die eine Oberfläche haben, das sieht aus wie ein Eislaufplatz. Ja? Und es ist natürlich eine Eisoberfläche, aber man sieht, dass also flüssiges Wasser auf die Oberfläche durchgedrungen ist und dort wieder aufgefroren ist. Und wahrscheinlich ist Europa unglaublich dynamisch und es gibt Leute, die, wie es viele Wissenschaftler, die glauben, dass unter dieser Eisschicht sich ein Ozean befindet. Und natürlich werden dann gibt es viele Annahmen, dass hier Bedingungen für das Leben vorhanden sind. Es gibt dann auch noch andere Monde, vor allem die Monde des Saturn, wie zum Beispiel Titan. Titan wurde ja besucht von einer Raumsonde. Er wurde natürlich auch beobachtet von Cassini, aber auch besucht von der europäischen Raumsonde Huygens. Und das war eine Probe, die also durch die Atmosphäre, durch die sehr, sehr dichte Atmosphäre des Titan durchgedrungen ist und auf der Oberfläche auch noch kurz Messungen gemacht hat. Und da sah man eindeutig viele organische Moleküle. Wir denken nicht wirklich, dass es dort Leben gibt, aber die Bedingungen und diese dichte Atmosphäre waren immer interessant und haben an die Früherde erinnert. Es gibt jetzt auch noch immer wieder neue Objekte, wie zum Beispiel Enceladus. Enceladus ist ein kleiner Mond im äußeren Sonnensystem, der gerade beobachtet wird und wo es viele Studien darüber gibt, dass er Eisvulkane hat und in dem Material, das also aus diesen Vulkanen ausgespien wird, befinden sich organische Moleküle und das ist also im Moment ein ganz, ganz spannendes Thema. Es gibt wahnsinnig viele Exoplaneten, die also identifiziert wurden und es gibt ganz viele Kandidaten, jetzt vor allem mit der Kepler-Mission, die jetzt nochmal beobachtet werden und es gibt tausende von zusätzlichen Kandidaten für Exoplaneten. Das ist ein extrem aktives, dynamisches Fachgebiet und wir hoffen, dass wir später mal auch Atmosphären wirklich beobachten können mit guten Instrumenten und wirklich Moleküle identifizieren können, die uns weiterhelfen, die Bedingungen auf diesen Planeten zu identifizieren. Es ist eine ganz andere Dimension, ob wir nun eine Raumfahrtmission zum Mars senden mit Instrumenten, die wirklich direkt in situ nach Lebensspuren suchen kann, als Exoplaneten zu untersuchen und ihre Atmosphäre und dann darauf zu schließen, ob Leben möglich ist. Es ist beides wichtig, um unser Bild von der Entstehung des Lebens auf der Erde und der Verbreitung des Lebens im Universum zu vervollständigen. Aber es sind ganz, ganz andere Dimensionen. Also ich arbeite auf dem Fachgebiet auf der Suche nach Lebensspuren auf dem Mars. Und ich glaube, dass das die besten Chancen sind in den nächsten 20 Jahren, um wirklich einen anderen Planeten zu identifizieren, wo es eventuell Leben gegeben hat oder noch Leben gibt. Für Exoplaneten glaube ich, dass, oder ich habe mich mit einem Kollegen zusammengesetzt, der auf diesem Thema arbeitet, dass man also mit den zukünftigen Raumfahrtmissionen wirklich eine gute Statistik von erdähnlichen Planeten haben wird, ungefähr 2030. Und das bedeutet noch nicht, dass wir also mehr wissen, aber man wird eine gute Statistik haben, wo man dann nachfolgen kann und dann sich Objekte aussucht, die man dann genauer untersucht auf ihre Atmosphäre und die Bedingungen für Leben.
Wir suchen ja jetzt schon mit Instrumenten nach organischen Molekülen auf dem Mars, wenn sich wirklich herausstellt, dass es Reste von ausgestorbenen Bakterien oder vielleicht noch lebenden Bakterien auf dem Mars gibt, dann glaube ich, wäre das für alle ein wunderbarer Erfolg und eine Bereicherung. Ja? Aber nicht so ein glaube ich, es würde nicht wirklich unser Lebensbild wirklich verändern. Ich glaube, dass es ganz anders wäre, wenn wir einer intelligenten Zivilisation begegnen würden. Es ist ganz schwierig zu sagen, dass also von der Statistik her und den Milliarden von Sternen und den Milliarden von Galaxien, dass wir einfach die Einzigen sind, und man soll den Menschen in keiner Weise die Hoffnung nehmen. Sie wissen, es gibt Bücher, die glauben, dass wirklich intelligente Zivilisationen, dass es intelligente Zivilisationen im Universum gibt. Es gibt auch Bücher wie Rare Earths, die glauben, dass das ganz, ganz selten vorkommt und dass wir vielleicht die Einzigen sind in diesem Weltall. Ich glaube, man muss einfach offenherzig bleiben und weiter Wissenschaft betreiben, denn dieses Thema ist wirklich eines der interessantesten Themen, die es gibt, nämlich nach unserem Ursprung zu suchen und gleichzeitig im Weltall für Lebensspuren nach Lebensspuren zu suchen. In der Astrobiologie, das ist natürlich ein sehr, sehr breites Fachgebiet, wie ich am Anfang erklärt habe, und ich glaube, natürlich den Ursprung des Lebens zu erkunden und hier große Schritte zu machen, ist unheimlich wichtig. Das würde ein ausgezeichnetes Ergebnis sein. Was daneben auch unglaublich wichtig ist, zu verstehen, wie war die Früherde, wie war die Atmosphäre, wann gab es Ozeane, wann gab es Kontinente, wie hat sich der Planet in den ersten 700 Millionen Jahren verändert, dass es möglich war, Leben entstehen zu lassen. Das ist natürlich auch eben auch dann für die Exoplanetenforschung sehr wichtig. Es gibt da natürlich auch noch zusätzliche Themen wie die Evolution sich abgespielt hat auf der Erde, und es gibt noch Sternenbildung, Sternenentstehung, Planetenentstehung. Das sind alles Fachgebiete, die unglaublich wichtig sind, die natürlich auch die Zusammensetzung der Kometen, das ist natürlich etwas, das wir dieses Jahr speziell vielleicht ganz im Detail herausfinden werden mit der Kometenmission Rosetta. Kometen sind natürlich ganz, ganz spannende Objekte, Kleinkörper in unserem Sonnensystem, die relativ unverändert sind. Deswegen sind sie auch so wertvoll, denn sie enthalten sehr viel Information über das frühe Sonnensystem. Das heißt, ihre Zusammensetzung ist ganz wichtig für unser Verständnis, wie unser Sonnensystem entstanden ist. Dieses Jahr ist ganz spannend. Es gibt eine Raumsonde, die zum ersten Mal auf einem Kometen landen soll. Das ist die Rosetta Comet Rendezvous Mission. Und es gibt auch hier ganz viele Österreicher, die an dieser Mission beteiligt sind. Und das ist unglaublich spannend. Sie wissen, die Rosetta-Sonde ist gerade aufgewacht aus ihrem sogenannten Winterschlaf. Und sie wird sich jetzt langsam dem Kometen nähern, wird ihn beobachten, wird sich einen Landungsplatz suchen und wird dann, so viel wir jetzt wissen, am 11. November 2014 auf dem Kometen 67P landen. Es wird mit Harpunen gearbeitet, mit Eisschrauben, um diesen Lander wirklich auf den Kometen zu befestigen. Und das wurde eben noch nie gemacht. Und dann gibt es natürlich sehr viele Instrumente, die direkt zum ersten Mal einen Kometenkern untersuchen können.
Und da sind wir natürlich alle total aufgeregt und hoffen, dass dieses wirklich extreme Manöver gelingen wird. Es wird auch noch von einem Österreicher geleitet, das Landungsmanöver. Das Wichtigste sind, dass zum ersten Mal Proben vom Kometenkern genommen werden und analysiert werden, zum Beispiel auch für organische Moleküle. Wir möchten gerne natürlich die Zusammensetzung wissen. Wir möchten auch die Struktur eines Kometen wissen. Wir möchten wissen, wie sich das Eis und Staub hier zusammenwirken. Und natürlich, wir möchten wissen, gibt es dort Biomoleküle? Ich bin auch ein normaler Mensch. Wir leben in einem Universum. Wir möchten doch gerne wissen, wie ist dieses Universum entstanden und wie ist unser Sonnensystem entstanden und warum sind wir hier? Und es gibt eben so viele Etappen in der Astrophysik und auch in der Planetenerforschung, die dazu beitragen, zu unserem Verständnis, warum sich zum Beispiel Leben auf der Erde gebildet hat und warum wir hier sind und wie wir uns weiterentwickeln werden. Ich glaube gar nicht, dass die Öffentlichkeit wenig Interesse an Naturwissenschaften hat. Ich glaube, das sind Vorurteile. Alle Wissenschaftsjournalisten werden Ihnen erzählen, dass Leute unheimlich interessiert sind. Wir selbst hier zum Beispiel im FF haben diese Öffentlichkeitsarbeit und wir haben Veranstaltungen, die immer voll ausgebucht sind. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zum Beispiel im Fernsehen und in allen Medien einfach sich mehr mit Wissenschaft zu beschäftigen. Das wird auch kommen, denn wir sind ja vielen, würde ich sagen, Global Challenges ausgeliefert in der Zukunft und die betreffen uns alle und die müssen wir gemeinsam lösen. Und ich glaube, dass es automatisch sich verbessern wird in der Zukunft, dass sich auch die Gesellschaft viel mehr mit Wissenschaft auseinandersetzen wird, muss und will. Wir Wissenschaftler, wir müssen auch mithelfen, wir müssen uns mehr der Gesellschaft stellen, wir müssen auch den Politikern besser erklären, wie interessant unsere Arbeit ist und was wir alles vorantreiben, welche technologischen Entwicklungen, welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und vor allem auch, wie wir also zum Wohlstand dieses Landes beitragen. Und ich glaube, dass dann das Interesse muss sich einfach mit der Information verbessern. Und wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten. Es muss einen Dialog geben zwischen Gesellschaft und Wissenschaft, aber auch zwischen Wissenschaft und Politik. Und ich muss sagen, in anderen Ländern geht das oft besser. Und so wie zum Beispiel in Amerika machen Wissenschaftler unheimlich viel Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist ganz selbstverständlich, da braucht man keinen Anreiz, sondern das macht man, weil man hat dadurch Vorteile. Man bekommt bessere Studenten, man wird gesehen von Kollegen und man macht das ganz automatisch. Und um seine Karriere zu fördern. Und ich glaube, das müsste viel mehr in Österreich passieren. Die gesellschaftlichen Herausforderungen, die auf uns zukommen, mit Energiepolitik und Klimawandel, Demografie, wir müssen uns in Zukunft wirklich stark machen, dass mehr Wissenschaft kommuniziert wird, was es für Veränderungen auf der Erde geben wird. Alle Bürger müssen hier involviert sein und auch teilweise mitbestimmen müssen. Und wenn sie mitbestimmen müssen, dann müssen sie auch gute Informationen haben und eine gute Basis, was denn sich jetzt in der Wissenschaft tut und was für neue Erkenntnisse wir gesammelt haben. Und es muss also einen Dialog geben, der sich wirklich verbessert und dazu beiträgt. Also die Hauptaufgaben des FF ist natürlich, die Wissenschaftler auszubilden zur Exzellenz und vor allem den Nachwuchs. Wir haben ungefähr 4000 junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf der Payroll. Wir schicken sie auch ins Ausland.
Wir versuchen, Wissenschaftskommunikation zu forcieren. Es gibt viele, viele Programme, wo wir auch speziell Frauen fördern. Unser Portfolio ist wirklich so zusammengestellt, dass es zur Exzellenz in der Wissenschaft in Österreich beiträgt. Ja, also ich habe viele irdische Leidenschaften, aber keine irdische Zeit. Und ja, also ich versuche halt doch sehr viel mit den Stress oder die Vielarbeit eines Wissenschaftlers mit Sport ja, zu kompensieren. Ich betreibe doch sehr viel Sport und laufe und bin auch im Fitnesscenter. Und ich reise natürlich gern und das macht man eigentlich auch als Wissenschaftler automatisch, weil man zu den Kongressen muss und dann sieht man sich immer ein Land etwas genauer an. Und also das gehört zu den irdischen Freuden, würde ich sagen. Ja. What took you so long?